Ah, da geht's schon los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schittendreck. Hau ab, hau ab. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg. Boah. Oh. Au. Scheiße, Mann. Los, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Na komm da. Jetzt häng ich noch fest. Scheiße. Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde Miss Survival mit mir, dem Max. Frisch aus dem Urlaub zurück, logge gerade ein und sehe gerade, ich sitze ja im Nebel, obwohl ich ausgeloggt hatte, wo kein Nebel war. Ist aber nicht schlimm. Dann machen wir gleich von Anfang an spannend. Wie ihr seht, ich habe mich auch so ein bisschen in Unkosten gestürzt, habe mir jetzt endlich einen neuen Popschutz geholt, damit ihr mein Gesicht besser seht, wenn es dann Schmerz verzerrt. Ah, da geht's schon los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schittendreck. Hau ab, hau ab. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg. Boah. Puh. Erstmal gucken. Ich bin auch gerade erstmal frisch eingeloggt hier. Da geht's ja schon wieder gut los, ne? Also, ne? Damit ihr mein Gesicht besser seht, weil damit nicht immer das Gesicht so verdeckt wird von diesem Riesenpopschutz. Hört ihr das hier? Kreischen? Na gut. Also, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal hier irgendwie hoch. Und, werden mal so ein bisschen rumgucken. Dass das natürlich jetzt gleich hier im Nebel passiert, das konnte ich nicht ahnen. Aber das ist halt so. Dann gehen wir mal hier alles durchgucken. So. Kann man hier rauf? Hier ist nix. Oh, was ist denn das da? Da gucken wir mal. F. Ach, zwei Slots haben wir bekommen. Ja, ist es denn? Zwei Slots. Na bitte. Weiter geht's. Geht ja schon gut los, ne? Geht ja schon gut los. Ich muss mich erstmal herzlich nochmal... Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Kanister, den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss mich erstmal herzlich nochmal bei allen Tipps, die ihr mir gegeben habt, bedanken. Und ich werde versuchen, diese Tipps auch alle umzusetzen und euch das Let's Play so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn es für mich nicht vielleicht angenehm werden wird. Habt ihr ja gerade gesehen, aber so ist das nun mal. So, jetzt traue ich mich da gar nicht runter. Das Erste, was ich mal ausprobieren möchte, mir hatte da einer einen Tipp gegeben. Geh doch mal, haben wir ein Messer mit? Ne, haben wir natürlich nicht. Es ist natürlich super, jetzt habe ich kein Messer mit, weil es gab den Tipp, wo dann gesagt wurde, nimm doch mal ein Messer in der Hand und schleich dich mal von hinten an und drück mal die F-Taste. Und das wollte ich jetzt mal probieren, weil das jetzt gehen würde, aber... Leider habe ich jetzt kein Messer mit. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Was ist denn, wenn man schleicht? Schleichen müsste doch gehen. So. Ich höre doch gerade da einen wieder rennen. Liegt hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Oh, gehen wir mal hier hoch. Hier ist ja auch noch eine Leiter. Sehr schön. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Wir sind mitten im Nebel und jetzt kriege ich Hunger. Ein Koffer. Okay. Oh, was ist das? Ein Helm? Können wir den gleich equippen? Ah, selbstverständlich. Haben wir gleich equippt. Sehr schön. Nehmen wir auch mit. J. Vielleicht geht es ja auch mit dem Baseballschläger. Den nehmen wir mal mit hier, den Koffer. Den können wir immer gut gebrauchen. Na? Den schmeißen wir mal runter. Brauchen wir noch vielleicht hier, muss ich dann einige Sachen einsammeln. Da wurde auch von einigen Leuten gesagt, dass ich ein bisschen was vergessen habe. Das werden wir natürlich alles nachholen und einsammeln. Ich werde diese Punkte auch nochmal ablaufen schnell und werde dann den Rest noch holen. Wir lassen natürlich nichts liegen und verkommen schon mal gar nicht. Nicht beim Max Gaming Channel, das machen wir nicht. So. J, Koffer steht. Den lassen wir da erstmal stehen. Oh, der hängt fest. Komm mal her, mein Freund. Der kriegt eine vor der Omme. Geht das bestimmt? Geht nicht.
Na, geh doch! So muss das! Den haben wir erwischt. Und er hat eine Kartoffel bei. Ich bin begeistert. Ich bin ja begeistert. Eine Kartoffel hat er. So. Jetzt kann ich doch die Kartoffel eigentlich essen. Habe ich wenigstens ein bisschen was? Ja, so, gut. Huhu! Seid ihr da draußen? Ich muss hier nur gucken. Ach, da ist schon wieder einer. Nein, 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 nein. So. Ach, guck mal, der hängt da auch fest. Na, mein Freund, jetzt gibt's aber eine. So. Au! Scheiße, Mann. Der haut mich aber hier. Mal gucken. Mal gucken, ob's hier geht. Nein, der hängt fest. Auf jeden Fall hängt er fest, muss man sagen. Aua! Jetzt kommt er! Oh, Schittenreck! Ah. Meine Güte, Leute. So, wenn ich jetzt hinter dem her schleiche, geht das jetzt? Mal gucken. Wenn ich jetzt sterbe, ist das schlecht. Aber ich habe ja einen Koffer da. Ich könnte ja rein... Ja, genau. Geh doch noch runter. Genau, Max. Geh doch runter. Da ist doch nur ein Zombie. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, krieg ich den Koffer? Ich will doch nur den Koffer haben. Dann kann ich da was reinlegen in den Koffer. Schnell. Kann man den Koffer hier hoch? Mach auf hier. So, jetzt gehen wir mal hoch hier. So. So, machen wir mal auf den Koffer und packen mal zur Sicherheit alles da rein, falls ich doch sterben sollte. Dass ich dann hier nicht alles verliere. Ihr wisst ja, den Autoreifen. Der Autoreifen, der schafft mich, Leute. Der schafft mich richtig. So viel Autoreifen. Hier, ein paar Steine verlieren ist kein Problem. So. Der Koffer steht gut. Also hier liegt nichts weiter drin. Dann gucken wir mal weiter. Hallo. Hier was? Da ist ein Spaten. Sehr schön. Ein Spaten gefunden. Können wir uns gleich das eigene Grab schaufeln. Okay. Gehen wir mal hier hinten lang. Oh, da liegt noch ein... Ja, man kann ja hier auch, ne? Soweit ich weiß, kann man ja so um die Ecke lupen mit Q und T. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ja, man kann, wenn man so um der Ecke steht, kann man schon einiges sehen, ne? Aber das mit dem Baseballschläger wird ja nicht funktionieren, F-Taste, oder? Ich hätte ja gerne das mit dem Messer probiert, aber... Ach, da kommt schon wieder einer! Los, lauf, 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 lauf! 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 Da kommt er. Jetzt hänge ich noch fest! Scheiße! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, lass mich hier! Lass mich in Ruhe! Hau ab! Ah, lass mich hier hoch! Leute, guckt euch mein Leben an. Dann wisst ihr, was los ist. Wenn ich jetzt runtergehe... Müssen wir mal gucken, jetzt bin ich auch noch dehydriert. Weiß nicht, ob das mit dem Baseballschläger auch geht. Ich probiere es einfach mal. Das geht nicht. Lalalalalalalalala. Schnell weg. Okay, der hat es nicht mitgekriegt. Ich höre aber schon wieder ein. Jetzt bleibe ich aber oben, Leute. Das ist mir jetzt zu heikel. Ich will nicht meine Axt noch verlieren. Außer ich habe irgendwas, womit ich mir wieder mein Leben auffüllen kann, aber da muss ich mich hinlegen und ein bisschen schlafen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Bandage, aber die habe ich nicht bei. Na, ich habe jeden Schrott bei, nur keine Bandage oder irgendwas anderes. Hier ist nichts, hier hatte ich schon nachgeschaut.
Ich. Was nu? Wo ist er denn? Ach, guck mal, da oben ist ja auch noch was. Kommt man da irgendwie hoch? Da ist noch eine zweite Etage. Noch mal gleich gucken. So, ich höre jetzt hier keinen. Müssen wir mal... Wir müssen irgendwie zum Haus zurück mit dem Koffer in der Hand. Aber ich glaube, das werde ich nie überleben. Die fressen mich doch unterwegs schon auf. Ja, also so wie das aussieht, wird mich entweder der Hunger töten oder ein Zombie. Irgendwas muss ich hier noch reinpacken. Warte mal, hier diese langen Stöcker, die kann man doch eigentlich rausnehmen. Das ist doch, da ist doch, das ist doch das viel, viel wertvoller. Und die Axt ist doch viel wertvoller, als wenn ich hier so ein paar Stöcker verliere. Drei Stöcker und hier so ein Hardstick. Eigentlich könnte ich mir ja so ein Speer bauen eigentlich, ne? Wartet mal, könnte ich mir nicht einen Speer bauen? In Speer. Kann man doch hier... Ne, das müsste doch hier gehen, der Speer. Ah! Der Nebel ist weg! Na bitte, dann können wir ja lossehen. Also, ihr habt jetzt da die ganze Hütte hier gesehen. Oder gehen wir da nochmal gucken? Habe ich da irgendwas vielleicht vergessen? Dann können wir ja doch mal zurück. Vielleicht überleben wir doch das Ganze. Also guckt euch mein Leben an. Schaut euch mein Leben an und ich habe überlebt hier. Und wenn ich noch weiter quatsche und hier mich drüber freue, dann sterbe ich am Hunger. So, also los geht's hier. So, dehydriert bin ich auch noch. Also wenn ich irgendwann unterwegs und... Ach, guck mal hier. Hier. Ist er auch wirklich tot? Ja, er ist wirklich tot. Der bewegt sich nicht mehr. So. Nehmen wir mit. Jetzt kann ich auch endlich durch diesen neuen Popschutz sehe ich wenigstens mal die Tasten von der Tastatur. Das war ja immer total nervig. So. Was ist denn hier noch? So, drehen wir mal den Koffer. Na? So. Und Abmarsch, alles mitschleppen. Wir dürfen nichts liegen lassen. Ja, das war also wieder ein Zombie-Nebel. Jetzt geht's weiter. Wir haben ja viel zu tun. Ne? Wir müssen ja einiges machen. Wir müssen ja ein Auto bauen. Ne? Da gab es ja auch ein paar Tipps. Auto bauen, dann müssen wir gucken wegen einer neuen Base. Vielleicht die Tanke auf dem Dach. Ne? Da gab es ja den Tipp. Auf dem Dach der Tankstelle. Dann gab es einen Tipp von jemand anderen, der sagte, da gibt es dieses weiße Haus. Das kann man nehmen erstmal als Starter. Und später dann ein Dach auf der Tanke. Ein Dach auf der Tanke, umgekehrt. Auf dem Dach der Tanke. Dann später, wenn man mehr ausgerüstet ist, dann noch eine Basis errichten. Und jemand anderes sagte auch wieder dann in der Stadt irgendwie. Muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall versuche ich mal die ganzen Tipps hier wahrzunehmen. Das Haus hier ist, ja genau, hier Hühnerfans, das müssen wir noch reinbauen. Das müssen wir auch mal noch machen. Und wir müssen noch ablaufen, die Positionen. Tür auf. Koffer rein. Na, wieso fliegt denn der Koffer durch die Gegend? Egal, den zweiten Koffer nehmen wir auch noch mit. So. Einer mit. Sag mal. Der ist aber störrisch da. Rein. Tür zu. Und ich habe, falls ihr euch wundert, ich habe, soweit ich mich mitbekommen habe, da gab es auch einen Tipp, schalt doch mal die Schatten runter, wenn das zu dunkel ist. Und ich glaube, das habe ich auch getan, ne? Schatten auf Low, ja, habe ich gemacht. Man könnte die auf Mittel setzen, dann sieht das halt so ein bisschen aus. Ich hoffe mal, das ist nicht zu dunkel für euch. Wenn es zu dunkel ist, sagt bitte Bescheid, dann schalte ich wieder auf Low runter. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal Wasser trinken. Erstmal aus dem Koffer hier. Den Kanister. Da haben wir schon 1,48 Liter. Da müssen wir noch
Sprit holen. Also wir müssen uns echt ranhalten. Wir müssen da wirklich ein paar Sachen besorgen. So. Erstmal trinken wir hier. Trink until enough. So, Wasser haben wir gesoffen. Können wir, glaube ich, noch auffüllen. 1,7 Liter haben wir noch drin. Wird ja nicht schlecht, ne, das ganze Zeug. Nicht vergessen, bitte nur die Wasserflasche trinken und nicht aus dem Kanister. Das ist nicht gesund. So, was haben wir noch hier? Den Koffer, den stellen wir mal hier mal erstmal die Tür zu. Das ist so eine Angewohnheit. Eine Angewohnheit von mir, die immer offen zu lassen. So. Stellen wir den Koffer hier hin. Da passt er gut hin. Neben Feuer brennt er gut. Und die Batterie brauchen wir auch noch. Da, wo stellen wir denn den Koffer hin? Alles muss seine Ordnung haben hier. Oh. Na, ich will kein Gemeckere hören. Oh, nee. Okay. Die Zombies habe ich überlebt. Hab gerade alles schön. Alles gerade schön reingepackt. Und dann das. So. Leute. Und ich hab nicht gespeichert, ne? Egal. Nehmen wir auf. Ist nicht so wild. Geht weiter. Die Munition bleibt, ist wenigstens da geblieben. Was ist denn, was hat, haben wir denn noch verloren? Ah, okay, die Axt. Na gut, eine Axt ist nicht so wild. Kriegen wir hin, können wir selber bauen. Munition, weiß ich nicht, wie viel ich davon verloren habe, aber ich hab's noch gesagt. Quatsch nicht so viel, ne? Und was mache ich? Ich quatsche so viel. Jo, gut, also, weiter geht's. Hier liegt der Reifen übrigens. Der ist auch noch übrig geblieben, der Reifen. Perfekt. Ist denn hier noch irgendwo was? Liegt hier irgendwo was draußen? Wenigstens haben wir jetzt hier... Nee. Auch gut. Naja, jut, weiter geht's. So, erstmal machen wir jetzt hier ein paar Sachen fertig. Gut, den Autoreifen. Ich muss was essen, ne? Erstmal essen. Eat. Das gibt jetzt ordentlich Schmackes. Muss reichen. J. Zu trinken haben wir auch noch hier noch. Trink until enough. Wasser haben wir genug. Der Kanister und der Spaten haben 100%. Das ist gut. Nur die Axt ist so ein bisschen verloren gegangen. Na gut. Und die vier Flaschen. Also alles noch im Bereich des... Das alles gut. Das haut noch alles hin. Oh, erstmal... Sag mal, mach doch mal hier die Tür auf. Mensch, ich will doch da die Batterien reinhauen. Was ist denn das hier eigentlich? Da ist das Wasser und das Essen. Oh, Werkzeuge. Da, wie ihr seht, da habe ich dann die ganzen Autoteile. Müssen wir mal ein Auto zusammenschrauben demnächst. Wir haben alles zusammen, soweit ich weiß, ne? Ja, seht ihr, drei Äxte haben wir noch. Gut, ist nicht so wild, eine Axt. Aber vielleicht, wir kriegen ja bestimmt noch welche. Gut, dann haben wir hier einen Spaten. Schrotmunition haben wir eh jetzt nicht. Da müssen wir mal gucken. Riffle, was ist das? Revolver? Schrot, Riffle und so weiter und so fort. J. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Messer? Seht ihr mal, Messer kann ich mitnehmen, ne? Dann kann ich das nächste Mal ausprobieren. So. Ach, genau. Fällt mir gerade ein. Wir müssen ja noch ein Schild bauen. So, Gott. Ein Schild bauen. Dann bauen wir mal ein Schild jetzt. Als allererstes. Was brauchen wir denn für so ein Schild? Wir brauchen für dieses Schild, das wurde mir ja empfohlen, ein Schild. Ein Wooden Shield. Dafür brauchen wir 7 Bretter und 10 Nägel und einen Hammer. 7 Bretter. Haben wir alles da?
10 Nägel. Nägel haben wir gar nicht. Moment. Doch, haben wir. 7 Nägel haben wir. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Scrap Metals mit. Und hier noch ein paar Sachen von denen. Glaube, das braucht man dann. Dann müssen wir da erstmal Nägel herstellen. Gut, wir stellen erstmal Nägel her. Haben wir. Erstmal Crafting Time. Craft yourself. J. Dann haben wir erstmal... Soll ja gut sein, hieß es ja. Soll ja gut sein. Da bin ich mal gespannt. Wenn mich nicht der Hunger tötet. Na? Ja, wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn jetzt? Sag mal einen an. Ach, der Hammer. Jetzt weiß ich wieder. Der Hammer wollten wir ja. So, Hammer. Ich und der Hammer. Gott, und wir müssen jetzt das Dingens bauen. Jetzt können wir es bauen. Dass so ein Schild so lange dauert, ne? 20 Minuten. Workbench. Und jetzt brauchen wir hier noch... Ah, seht ihr? Können wir bauen. Schild gebaut. Fertig. So, wir haben jetzt ein Schild. Das kommt jetzt auf die 6. Ne, warte mal. Das machen wir anders. Das machen wir auf die 5. Das auf die 6. Und dann machen wir die Axt auf die 4. Die haben wir schon auf die 4. Damit können wir dann nämlich 1 machen. Wir drücken 4 und dann die 5. Ne? Geht's? Wenn's geht's. So. Und jetzt habe ich eine Schild und eine Axt und bin dann ausgerüstet. Ausgerüstet und, nee, bewaffnet und gefährlich, sagt man ja. Gut, das haben wir auch. Gut, was brauchen wir denn eigentlich für diese Chicken Fences? Da wurde doch, gab's doch auch einen Tipp. Wir sollen Chicken Fences machen. Das ist es nicht. So, dafür brauchen wir wahrscheinlich noch... das war unter dem Baummenü, ne? Unter dem Haus und dann hier. Genau. Da brauchen wir Sticks. 4 Sticks. Und 2 von denen. Ja, wunderbar. Haben wir doch alles. Haben wir alles da. Diese Sticks kann man doch bestimmt hier raus herstellen. Den packen wir mal hier rein. Hier haben wir einen Stick. Hier haben wir noch ein paar Leaves. Eigentlich können wir doch den ganzen Kram mittlerweile da drüben reinhauen. Das ist doch viel, viel besser. Dann haben wir doch da einen Überblick. Hier sind Steine. Den müssen wir hier gleich rübernehmen. Die Leaves, genau. So. So ist doch gut. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir... Wie viel waren das von diesen Sticks? Für diese Chicken Fences? Da brauchen wir... Wir brauchen 2 Chicken Fences, also insgesamt 8 Sticks. Einen haben wir, also 7 Sticks brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, haben wir auch. Jetzt haben wir 8 Stück. So, und wie... Jetzt muss ich den quasi so bauen. Zack. Aber das geht jetzt bestimmt nicht, oder? Ja, da unten geht... Doch, das geht. Das geht. Da, 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 da. So ein bisschen. So. So. Ein bisschen muss er noch. So. Da, 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 da. So. Da ist jetzt ein Chicken Fence vor. Da soll man ja gut mit einem Speer durchstechen können. Gab ja den Tipp aus der Community. Ne? Das machen wir hier nochmal gleich das Ganze. Wir sind ja da ein bisschen genauer, weil die Nacht naht ja. Ne? The night is coming, sagen die ja immer. Und da sind ja dann auch Monsters. Ach, guck mal, hier können wir auch den Speer herstellen. Ah, da brauchen wir so einen Hardstick. Da haben wir auch noch, glaube ich, ne? So. Da wir ja im Urlaub waren, sind wir ja voller Motivation. So. Wieso, was ist denn hier los? Warum geht's denn hier nicht?
Wieso will er hier nicht? Hier ging's doch auch. Vielleicht muss man das drehen, das Ding. Doch, jetzt geht's doch. Man muss es nur richtig positionieren. Oh. So. Dat. Und ran da. So, gucken wir uns das mal von außen an, was wir da gebaut haben. Na, herrlich, Leute. Das sieht doch mal aus wie ein richtiger Chicken Fence. Da sollen sie mal durchkommen, die Jungens. So, also für die Nacht sind wir sicher. Jetzt können sie kommen, die Jungs. Wir haben ein Schild, wir haben zwei Chicken Fences. Ne? Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Essen und Trinken? Essen könnten wir nochmal, glaube ich. Eat. So. Oh, lecker, 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 lecker. Und Durst. Ja, gut, komm. Wer hat, der hat. So, haben wir auch. Den Hammer packen wir mal Sicherheitshammer wieder rein. Hämmer sind so relativ wertvoll. Eines Teils. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch ein paar Sachen. Können wir hier reinschmeißen. Oh, warte mal, wir brauchen noch einen Speer, brauchen wir ja noch, ne? Wo habe ich denn den Speer gesehen? Leute, sag mal. Ach hier, guck mal an. Brauchen wir jetzt noch einen Speer? Den stecke ich mir hier rein. Jetzt wird's dunkel. Ach, und genau. Jetzt müssen wir doch die Feuerstelle müssen wir doch bauen. Eine Feuerstelle. Wir brauchen ja am Haus. Das nehmen wir auch mal mit. Ah, warte mal, ich kann mal das hier rausmachen. Das geht nicht durch, du. Geh doch mal durch. Ach. So, vielleicht geht auch nicht. So, geht doch. Tür zu. Gut. Haben wir auch erstmal. Wir müssen uns ja erstmal heimelig einrichten, ne? So, was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein Lagerfeuer. Was brauchen wir denn alles für so ein Lagerfeuer? Bestimmt Steine, Holz und den ganzen Kram haben wir ja noch. Ne? Seht ihr? Das ist der Vorteil, wenn man eingesammelt hat. Und, wir machen ja, also seht ihr, guck mal, das passt doch wunderbar. Na, ich glaube, ich stelle das erst hin, ne? Das ist, glaube ich, besser, wenn ich das hier hinstelle. Mach mal die Funzel an. Sieht man besser. Ah, es ist ein bisschen schief, steht das, ne? Sieht gut aus. Ich würde sagen, sieht... Ja, man muss es ein bisschen noch nach links rücken. So, ist gut. Und jetzt bauen wir noch ein schönes Lagerfeuer hinterher. Dann haben wir nämlich hier gleich einen Topf zum Kochen. Oh, oh, Lagerfeuer bauen hier. Oh, guck mal, das klickt ja sofort an, da. Ich weiß gar nicht, ob das gegen die Bauvorschriften verstößt, wenn man ein Lagerfeuer hat. Da wurde ja auch ein Tipp gegeben, man kann ja Feuerholz und den ganzen Kram kann man ja da reinpacken. Also man soll nur bei dem Feuerholz aufpassen. Matchlocks und so weiter kann man reinstecken. Das würde nicht so das Problem sein. Ja, das probieren wir doch einfach mal aus. Machen wir doch mal ein schönes Feuerchen. Irgendwie kann man das berechnen, ne? Also Nägel packen wir mal hier rein. Hier sind noch Batterien. Ja, dann haben wir auch noch. Holz. Ja, Holz packen wir mal hier auch rein. Ach shit, so. Und jetzt brauchen wir... Ach, siehst du, Feuerholz. Hier, also Feuerholz. Jedes Stück Holz, sagte man als Tipp, war immer eine halbe Stunde. Heißt also, eine Stunde Feuer haben wir. Ich packe erstmal 21 Matchlocks rein und ich habe nur noch 3 Baumrinde. Das kann man ja irgendwie mit einem Messer machen, hat mir jemand gesagt.
Man kann da irgendwie mit dem Messer Baumrinde abkratzen. Das tun wir dann auch, dann wenn es dann... Wie spät ist denn das eigentlich? 19.44 Uhr. Ich hoffe ja mal, dass die Zombies dann kommen. Wir werden mal gucken, dass die Nacht die Zombies da sind. Und dann schauen wir uns mal das an, wie die Chicken Fences hier funktionieren. So, quick. Also rein brauchen wir Feuer. Matchlocks. Starter. Baumrinde. So. Ignite. Accelerant ist wahrscheinlich Öl, das will ich aber jetzt nicht. Und dann machen wir mal an. Ey. Glaube ich jetzt nicht, oder? Hat nicht funktioniert. Schweinerei. Muss ich da jetzt raus? Hallo? Man sieht ja wirklich gar nichts. Ah, hier. Seht ihr? Funktioniert. Schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Zack, Tür zu. Gott. So, ein bisschen Baumrinde haben wir noch. Also ich habe jetzt dreimal probiert und das ging nicht an, der Müll. Ah, jetzt. Ich habe Feuer gemacht. Puh, ist das nicht schön. Ich mache mal Licht aus wieder hier. Guckt euch das mal an. Ist das nicht hübsch? Ein kleines Feuerchen. Hier können wir noch Wasser reinmachen. Seht ihr? Siehst du, da können wir das auch noch reinstecken. Da können wir nämlich Wasser filtern. 0,83 Liter haben wir noch. Ja, schon geil gemacht, muss man sagen. Ne? Man muss sich da halt wirklich um alles kümmern. So. Ah, sieht doch hübsch aus hier. In der ganzen Hütte. Jetzt fehlt noch ein schönes Bett. Das packen wir dann hier irgendwo rein. Stellen wir dann hier hin. Und dann gucken wir mal, dass wir dann irgendwie eine andere Basis finden. Oder dann sogar vielleicht bauen können. Ja, Leute. Wir sind am Ende der Folge wieder angekommen. So schnell geht das. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Ihr wisst, was euch erwartet. Da kommen ganz viele neue Sachen. Wir müssen Sprit sammeln. Wir müssen Auto bauen. Wir müssen durch die Gegend eiern, neue Basis finden, umziehen, Zombies jagen, Waffen besorgen, Munition machen, Alkohol, Zäune bauen. Also, wie ihr seht, ganz, ganz viele Sachen. Wir sehen uns. Macht's gut.